Der zweite Weg, den der Satan hat, bei ganz vielen Leuten, ist, dass er sagt, du bist mir so schlecht. Der flüstert ihn ein. Der flüstert in die Brüste der Menschen. Du bist sowieso schlecht. Wie soll Allah dir vergeben? Du hast Drogen genommen, Freundin gehabt, Freund gehabt, alles Mögliche. Das heißt, er möchte den Menschen dazu bringen, dass er an der Barmherzigkeit Allahs zweifelt. A'udhu billah. Und was sagt Allah im Koran? Allah sagt im Koran, Ya ibadil ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Warum? Inna Allah yaghfiru dhunub jami'a. Allah vergibt alle Sünden. Fang heute an, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Beeilt euch zur Barmherzigkeit, zur Verzeihung von eurem Herrn. Wenn du an der Barmherzigkeit zweifelst, dann kennst du Allah nicht. Allah freut sich über dich, dass du zurückkehrst. Der Prophet a.s. sagt, Inna Allah ashaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dalatihi in wajadaha. Das heißt, der sagt, Allah freut sich über die Tauba von einem Diener mehr als jemand von euch, der sein Reittier verloren hat in der Wüste und es dann wiederfindet. Stell dir vor, Bruder, du bist in der Wüste. Schwester, stell dir vor, du bist in der Wüste. Guck mal, bitte. Hört euch dieses Beispiel genau an und merkt euch dieses Beispiel für Leute, die ihr kennt. Stell dir vor, du bist in der Wüste, du hast eine Kamelstute und das ist das Beispiel, was der Prophet a.s. gibt. Und diese Kamelstute geht laufen. Auf dieser Kamelstute ist dein Proviant, dein Essen, dein Trinken. Weit und breit siehst du nichts, nur Hitze. Von mir aus 60, 70 Grad. So heiß. Du verbrennst dir die Füße, wenn du über den Sand gehst. So heiß. Und die Kamelstute ist weg. Dein Hals wird rau. Deine Lippen werden rau. Und du kannst so viel schreien, wie du willst. Es ist nirgendwo jemand, der dich hören kann. Außer Allah. Außer Allah, der dich überall hört. وَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn dich deine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Das ist der Weg. Und dann sagt er, dieser Mann, der legt sich hin, sagt der Prophet sozusagen, es gibt verschiedene Überlieferungen, und wartet auf seinen Tod. Der legt sich hin und plötzlich, als er sich, jetzt stell dir erstmal vor, die Situation erstmal nochmal, bis wir weitergehen. Guck mal, warum sind wir so traurig, wenn jemand stirbt, den wir kennen? Warum sind wir so traurig? Wenn deine Mutter stirbt, wenn dein Vater stirbt, du bist so traurig. Du musst das mal analysieren. Ich habe da mal darüber nachgedacht. Du bist eigentlich so traurig, weil du das Gefühl hast, du bist von dieser Person jetzt getrennt. Du bist von dieser Person jetzt plötzlich getrennt, für lange Zeit. Und du bist ungewiss, ob du diese Person wieder siehst. Und du hast diese Person gemocht. Guck mal, deswegen bist du manchmal sogar traurig bei Leuten, die du gar nicht so sehr magst, aber du bist irgendwie traurig, weil du weißt, das ist eine Trennung, eine große Trennung. Vielleicht für Ewigkeit, vielleicht wirst du nie mehr wiedersehen. So, das ist bei der Person, die jemanden kennt, der gestorben ist. Was ist erst mit demjenigen, der stirbt? Derjenige, der stirbt, muss sich nicht nur von einer Person verabschieden, der muss sich von allen verabschieden. Von allen. Von seiner Mutter, von seinem Vater, falls sie noch leben, von allen Personen muss er sich verabschieden. Überleg dir mal, wie krass das ist. So, jetzt überleg dir, diese Person sagt sich jetzt, der legt sich unter den Baum, der weiß, noch bevor er stirbt und so schwach ist, kommen die Geier und werden ihn fressen. Die werden ihn bei lebendigem Leibe fressen. Die Geier, sobald die mitkriegen, der ist schwach, der kann sich nicht mehr bewegen, weil er so wenig, die werden ihn noch fressen, bevor er gestorben ist. Die werden dann anfangen, ihm am Arm zu beißen und so weiter. Kommen 10 Geier, werden ihn fressen. Ja, die werden ankommen. Der weiß, wo, dann wird er sich fragen, was wird meiner Mutter sein? Was wird meiner Frau sein? Was wird meinen Kindern sein? Woher sollen die wissen, was aus mir geworden ist? Ja, stell dir vor, jetzt legt er sich runter mit diesem Bewusstsein, mit diesen Gedanken und der ist so schwach, der schläft. Plötzlich wird er wach und neben ihm steht seine Kamelstute. Wisst ihr, was das heißt? Neues Leben. Der Prophet a.s. sagt, diese Person sagt vor Freude,
O Allah, du, ich bin dein Gott und du bist mein Herr. Der verspricht, ich bin dein Gott und du bist, ich bin dein Gott und du bist mein Diener. Der verspricht sich. Vor lauter Freude verspricht er sich und er sagt, Allah freut sich mehr über seinen Diener, der zu ihm zurückkehrt. Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, dieser Hadith. Kannst du dir vorstellen, Allah freut sich, wenn du heute zurückkehrst. Wenn du nach Hause gehst und sagst, oh Allah, ich kehre zu dir zurück. Du kehrst nach Hause, betest 2 Rakats oder was auch immer, betest diese Nacht oder auch nicht, nimmst dir vor, zu Allah zurückzukehren. Überleg mal. Allah sagt im Koran, inna Allah yuhibbu tawwabin. Wahrlich, Allah liebt die, die Tauba machen, die zu Allah zurückkehren, die ihren schlechten Weg abbrechen. Er liebt das. Er freut sich darüber. Natürlich auf eine Art und Weise, Allah ist über unserer Vorstellungskraft. Seine Freude ist nicht wie die Freude von einem Menschen. Ja? Weil Allah, laysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Er ist über unserer Vorstellungskraft. Keiner kann sich ihn vorstellen. Kullu ma khatara bi balik, fallahu laysa kadhalik. Alles, was dir in den Sinn kommt, was Allah sein könnte, so ist Allah anders.